Hi zusammen, wir haben hier heute einen Acer Aspire V5 für euch ausgepackt und wollen euch den einfach mal kurz vorstellen. Also wir fangen einmal kurz an mit dem Zubehör, was so dabei ist. Wir haben hier einmal ein Adapterkabel für VGA und LAN, also für den Netzwerkanschluss und den Monitoranschluss. Das Ganze ist über so einen kleinen Mini-Port geregelt, weil die anderen Anschlüsse einfach zu dick werden für das Notebook. Dann haben wir natürlich hier das Netzteil, auch schön klein und handlich. Das Netzkabel natürlich noch mit dabei. Und zu guter Letzt noch ein kurzes Handbuch, eine Kurzanleitung. Ganz wichtig für die Leute, die Windows neu aufsetzen wollen, es ist keine CD, keine Treiber-CD, irgendwas dabei, sondern das wird dich alles vorher sichern. Da ist auch Software vorinstalliert für. So, dann kurz zum Notebook. Fangen wir einfach mit der Vorderseite mal an, mit den Anschlüssen. Ja, wie man hier schon sieht, sind kaum welche vorhanden. Wir haben hier nur einmal den SD-Karten-Slot, ja, da ist hier so ein kleiner Platzhalter drin. Ja, also dann einfach für SD-Karten, für MMC-Karten und so weiter. Zwei LEDs, ja, also einmal der Akku geladen wird, einmal ob das Notebook an ist oder im Standby ist. Dann auf der rechten Seite, ja, hier nur das DVD-Laufwerk und das Kensington-Lock, damit ihr das halt festschließen könnt, zum Beispiel in der Uni oder wie auch immer. So, auf der Rückseite auch nichts weiter an Anschlüssen. Wir haben hier nur den Akku noch drin und der Akku ist wirklich nur so breit, wie man hier sieht. Also der Akku ist wirklich sehr, sehr klein, hat auch nur 2500 mAh und soll trotzdem damit knapp 5 Stunden halten. So, auf der linken Seite haben wir hier einmal Stromanschluss, dann den Luftauslass für das Kühlsystem. Und hier habt ihr gerade diesen angesprochenen Universalanschluss für Netzwerk und VGA. Dann den HDMI-Anschluss, drei USB-Anschlüsse dazu. Einmal hier im USB 3.0, zweimal USB 2.0. Und einen Kombi-Anschluss für das Headset. Sprich, da braucht ihr halt eben so einen kombinierten Anschluss, wie man es vom Handy kennt, vom Handy-Headset her. Ne? So, dann einmal ganz kurz noch zur Unterseite. Viele fragen ja, ob man Festplatten aufrüsten kann, SSD nachrüsten oder ähnliches. Geht bei dem Modell leider alles nicht, bis auf der Arbeitsspeicher, der hier unter dieser kleinen Klappe sitzt. Das heißt, den kann man auch aufrüsten, alles andere ist für den normalen Nutzer nicht erreichbar. Also nicht zugänglich gemacht, dann müsste man das komplette Notebook auseinandernehmen. Ja. Dann haben wir hier noch mal den Displaydeckel. Das ist so ein matt Anthrazit, trotzdem Fingerabdruckmagnet. Also man sieht es hier vielleicht im Licht. Man sieht sofort Fingerabdrücke drauf. So. Dann machen wir innen mal weiter. Die Handballenauflage ist auf jeden Fall schön breit, also schön groß geworden. Da haben auch Leute mit großen Händen kein Problem. Dann ein sehr großes Touchpad. Ja, hier mit integrierten Maustasten. Also hat man hier halt dann doch einen spürbaren Druckpunkt, vor allem auch, das ist der Vorteil immer noch daran. Ja, Chiclet-Tastatur haben wir hier drin. Also sprich, jede Taste steht einzeln für sich. Und ja, Nummernblock vor allem auch wichtig. Hier bei 15 Zoll ist es ja nicht selbstverständlich, aber hier haben wir auf jeden Fall einen. Und gerade wenn man viele Zahlen schreibt, natürlich sehr praktisch. Ja, dann das Display. Wie leider so oft bei den meisten Geräten für Privatanwender oder für Multimedia-Geräte, ein spiegelndes Display. Ist immer Geschmackssache, ob man es mag oder nicht.